Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem intuitiven Tarot-Impuls heute für das anstehende Wochenende. Ja, herzlichen Dank für eure zahlreichen, super lieben und netten Kommentare für Michas Mitte der Woche-Reading. Wir werden das in Zukunft auch so machen, dass ich für euch einen Impuls am Montag mache und einen am Freitag. Und der Micha, der wird Mitte der Woche schauen, denn ich finde es einfach super gut, wenn er auch immer wieder präsent ist auf unserem Kanal, mal die männliche Sicht beleuchtet, ja, die Sicht der Gefühlsklärer für alle Seelenpaare. Und deswegen freuen wir uns da sehr über diese positiven Reaktionen auf sein Video. Und in Zukunft werden wir das auch noch so ein bisschen ausgewogener gestalten, denn durch diese neue Art meiner Readings und Videos, Channelings, die ich für euch auch persönlich mache, meine Warteliste ist wirklich lang, kostet mich das einfach trotzdem viel Energie, ja, und ich muss da gut auf mich achten und deswegen schiebe ich den Micha ein bisschen vor, der darf in der nächsten Zeit die männliche Sicht und die Gefühlsklärersicht immer mal wieder für euch hier beleuchten. Aber wir schauen jetzt mal in die Energie des Wochenendes, meine Lieben, aus zwei Tarot-Decks. Ich habe mir gedacht, drei Karten aus dem Rider-Waite-Tarot und dann noch drei Karten zur Klärung aus dem Golden-Rider-Tarot. Und hier habe ich noch das neue Krafttier-Orakel. Da werden wir dann mal ein Krafttier noch für das Wochenende erbitten, das uns begleitet. Ja, wir schauen mal, um was geht es am kommenden Wochenende? Welche Energie steht uns zur Verfügung? Welches Thema möchte vielleicht beleuchtet werden? Oh, okay, wir haben das Ast der Schwerter als erste Karte. Da geht es um eine Entscheidung eventuell, die zu treffen ist. Eine sehr klare Entscheidung. Das Ast ist auch eine Chance auf Wahrheit. Könnte auch etwas ans Licht kommen. Die Wahrheit könnte ans Licht kommen. Die Sonne, die steht auch oftmals für Aufklärung. Etwas wird beleuchtet, ja. Aber was ich hier auch ganz deutlich spüre, jemand hat große Sehnsucht nach Leichtigkeit, nach Lebensfreude, nach Sonne im wahrsten Sinne des Wortes. Bei dem Wetter in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist das kein Wunder aktuell. Hier fällt die Schwertkönigin, wäre jetzt natürlich sehr passend, wenn du Luftzeichen bist als Dame, ja. Dann ging es für dich darum, dein Schwert zu erheben. Hier spüre ich, dass du in deinem Leben im Moment das Gefühl hast, es ist Zeit, wieder auf die Sonnenseite zu kehren. Ich glaube, du hast eine etwas herausfordernde Zeit hinter dir. Und jetzt bietet dir die Energie am Wochenende wirklich die Chance, ganz klar für dich einzustehen. Vielleicht geht es auch um ein Kind, höre ich. Okay, die Sonne steht auch immer mal für ein kleines Kind. Eine Entscheidung, vielleicht geht es in einer Trennungsgeschichte um ein Kind. Dann ist es ganz wichtig, deine Rechte zu verteidigen, deine Wahrheit auszusprechen, für Klarheit zu sorgen. Und was ich auch noch höre, es könnte sein, dass du als Mann schaust oder wenn du als Frau schaust, gehst du in Resonanz für einen Mann, der eine Entscheidung treffen muss. Und zwar gibt es in seinem Leben eine Schwertkönigin, die könntest du sein, die sich vielleicht im Moment im Rückzug befindest, denn du blickst hier so ein bisschen aus dem Kartenblatt raus, ja. Und dieser Mann oder wenn du der Mann bist, der zuschaut, schiebt eine Entscheidung schon lange vor sich her. Ich habe das Gefühl, diese Schwertkönigin war irgendwie immer zur Verfügung gestanden. Und diese Schwertkönigin ist die Sonne für diesen Mann. Da gibt es eine Frau, die in deinem Leben für dich die Sonne aufgehen lässt. Und es ist für dich jetzt an der Zeit, eine klare Entscheidung für diese Schwertkönigin zu treffen. Das muss kein Luftzeichen sein, sondern in diesem Fall verkörpert die Schwertkönigin natürlich auch eine Energie von Entschlossenheit. Sie könnte sich ein Stück weit abgewendet haben. Und dadurch kommst du in deine Entscheidungsbereitschaft, weil dir das richtig wehtut. Wow, meine Lieben, das ist jetzt schon sehr stimmig. Also wenn es bei dir darum geht, dass entweder du als Mann dich bislang nicht für eine Frau entscheiden konnte, die aber jetzt sozusagen die Entscheidung vorweggenommen hat und sich von dir entfernt,
dann tut dir das richtig weh und du gewinnst die schmerzliche Erkenntnis, dass du in deinem Leben eine Entscheidung treffen musst, um wieder zu deiner Sonne zu gelangen. Und wenn das für dich nicht der Fall ist, dann ist mein erster Impuls auch sehr stimmig. Dann bist du die Schwertkönigin als Frau oder als Mann der Schwertkönig, der eine sehr schmerzliche Zeit hinter sich hat und der jetzt eine klare Entscheidung trifft, wieder auf die Sonnenseite des Lebens zu gelangen. Da bin ich jetzt mal auf die Klärungskarten gespannt. Wir fragen mal nach dem Ast der Schwerter. Um was geht es bei dieser Entscheidung? Wow! Ja, jetzt prasseln die Impulse auf mich ein. Okay. Es ist eine wirklich, ich möchte fast sagen, lebensveränderte Entscheidung nötig, um hier wieder auf die Sonnenseite des Lebens zu gelangen. Entweder als Frau befindest du dich in einer Beziehung oder in einer Wunschpartnerschaft, die sich für dich nicht in der Art und Weise manifestiert, wie du dir das wünschst. Dann ist hier wirklich eine komplette Tabula rasa nötig. Der Turm steht für einen kompletten Umbruch oder Abbruch einer Situation. Du scheinst in der Vergangenheit wirklich viele Verletzungen erlitten zu haben. Du sehnst dich nach der Sonne in deinem Leben zurück. Und hier höre ich Kontaktabbruch. Absolutes Ende. Tabula rasa, 10 Schwerter, Ende. Ja, nehme ich hier wahr, für dich als Frau. Du hast lange genug gewartet, lange genug gehofft, es ist Zeit für dich zu gehen, höre ich, war jetzt ein gechannelter Impuls. Wenn du als Mann schaust, dann gibt es hier eine Frau, an deren Seite du eigentlich gehörst und das weißt du. Aber du hast dich bislang nicht entscheiden können. Vielleicht steckst du noch in einer anderen Beziehung. Vielleicht muss sich eine Lebenssituation komplett ändern. Oder dieses Gehen der Schwertkönigin hat für dich den Turm ausgelöst, dass du jetzt bereit wirst, eine Entscheidung zu treffen. Die Sonne. Um was geht es bei der Sonne? Ja, das ist die gleiche Frau. Das ist die Energie der Schwertkönigin und der Stabkönigin. Du darfst als Frau jetzt, du darfst in dein Strahlen zurückfinden, höre ich hier mit der Sonne. Du darfst Entscheidungen treffen in deinem Leben, die jetzt nur deinem höchsten Wohl dienen. Du sollst dich in die Unabhängigkeit katapultieren. Ich spüre hier, dass du eventuell in einer Abhängigkeit gestanden bist. Das wird dir schmerzlich bewusst. Es gilt, das Schwert zu heben. Verbindungen zu cutten, dich aufzumachen in Richtung Sonne. Wenn du als Mann schaust, dann hat sich diese Frau, die für dich ein Geschenk ist, wirklich in ihre Kraft katapultiert. Diese Frau bedeutet für dich alles, die ist deine Sonne. Du siehst sie als wunderschön, im Innen wie im Außen. Du siehst sie als sexuell attraktiv, sie ist für dich wirklich der Jackpot. Ja, und da musst du wirklich eine Entscheidung treffen, die könnte dein ganzes Leben auf den Kopf stellen. Ja, genau, die Schwertkönigin hat sich aus dem Zustand des Gehängten befreit. Das gilt für beide Situationen, ja. Wenn du als Frau lange gewartet hast, dass sich etwas für dich manifestiert, aber das war nicht der Fall, bist du gegangen. Du hast dich sozusagen mit dem Schwert selbst vom Galgen abgeschnitten, ja, dich in deine Unabhängigkeit katapultiert, weil du möchtest dein Strahlen zurück. Du möchtest dein Strahlen zurück und dazu kann es durchaus nötig sein, diesen Turm hier in die Luft fliegen zu lassen, Kontakt abzubrechen, dich wirklich komplett abzulösen, einmal ein Kapitel absolut zu schließen, denn diesen Schmerz möchtest du nicht mehr erleben. Wenn du der Mann bist, der hier schaut, ja, dann hast du diese wundervolle Königin ganz lang im gehängten Zustand gelassen. Du hast sie hingehalten, du hast sie mit Brotkrümeln versorgt, höre ich. Und diesen Zustand hat sie jetzt beendet. Und das tut weh. Das tut weh. Genau, die Unentschlossenheit. Du warst immer wieder unentschieden. Du hast sie immer herangelockt. Dann hast du sie wieder weggestoßen. Dann hast du sie wieder herangelockt. Ja? Und dann durfte sie wieder gehen. Und diese Unentschlossenheit, diese Entscheidungslosigkeit in dem Prozess hat diese wundervolle Königin jetzt dazu genutzt,
ihre eigene Entscheidung zu treffen. Denn sie hat das Schwert erhoben und möchte wieder auf die Sonnenseite des Lebens. Und das ist jetzt schmerzlich. Und wenn du als Frau schaust, ja, dann ist es ganz klar, dass du lange Zeit nicht den Absprung geschafft hast aus der Situation des Gehängten. Du warst lange Zeit unentschlossen, aber dir wurde jetzt schmerzlich bewusst, dass nichts geschieht, wenn du nichts veränderst. Wow, also das wird ein ereignisreiches Wochenende. Wir schauen jetzt mal, welches Krafttier uns begleitet. Also die Energien stehen auf Entscheidung, auf komplette Umbrüche, Abbrüche einer Situation. Der Gehängte möchte vom Galgen geschnitten werden. Und dieses Tier möchte zu uns. Die Giraffe, nichts und niemanden verurteilen, damit ein echter Frieden entstehen kann. Das ist ein schöner Hinweis, denn wir haben hier sehr viel Wut auch in dieser Legung. Ja, wenn du die Schwertkönigin bist, die sagt, mir reicht's, ich breche den Kontakt ab, ich werde jetzt mich wieder selber finden, ich werde eine Entscheidung für mich treffen, mach das Ganze im Frieden. Ja, die Giraffe sagt uns, alle Entscheidungen, die am Wochenende getroffen werden sollen, sollen nicht aus der Wut, aus der Verletzung, aus dem Zorn heraus getroffen werden, sondern im Frieden. Ja, verurteile auch niemanden, der sich vielleicht nicht für dich entscheiden konnte, denn auch da kann eine Lernaufgabe dahinter stecken, gerade in den Seelenpartnerschaften. Ich weiß nicht, ob du mein Channeling von gestern gesehen hast. Ich habe ein Channeling gemacht, da hat sich die geistige Welt sehr, sehr klar und deutlich geäußert zu den Aufgaben, die unsere Seelenpartner in unser Leben bringt. Und hier nehme ich wahr, wenn du die Schwertkönigin bist, die sich aus einer Situation befreit hat oder gerade dabei ist, ja, dann verurteile deinen Seelenpartner nicht oder auch den Menschen, der dich in diese Entscheidungskraft jetzt geführt hat, vielleicht auch durch ein sehr schmerzliches Verhalten, denn das, was zwischen euch geschehen ist, hat Sinn. Denn dadurch, dass du jetzt dein Schwert erhebst, ja, dich aus einer Warteschleife befreist, dadurch entwickelst du dich auf Seelenebene weiter. Ja, deswegen niemandem verurteilen, der hier beteiligt ist. Ja, wenn du als Mann schaust und vielleicht wütend darüber bist, dass sich deine Queen of Hearts, ja, jetzt von dir verabschiedet, weil du sie durch deine Unentschlossenheit in einer Warteschleife gehalten hast, da hat auch Wut nichts verloren. Ja, verurteile sie nicht, denn sie trifft diese Entscheidung, weil sie richtig ist. Weil wenn du bislang wankelmütig warst, wenn du nicht in deiner Klarheit warst, wirklich zu sagen, ich entscheide mich für ein Leben an deiner Seite, dann darf sie gehen, ja, diese wundervolle Königin. Deswegen niemanden verurteilen, sondern friedvoll klare Entscheidungen zu deinem höchsten Wohl treffen. Das ist der Rat der göttlichen Führung für dieses Wochenende. Ja, meine Lieben, in diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende und wir hören uns. Bis bald, die Uli. Tschüss.